Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 7. So, wir sind gerade hier unter dem Gold Saucer und haben hier bei dem guten, dessen Name ich gerade vergessen habe, den Auftrag bekommen, dass wir in dieser Arena unten teilnehmen sollen, um eine Frau zu gewinnen, die anscheinend seine Freundin ist, zumindest vermutet er das. Und diese ja. Bande hier. Dagegen ist der Wallmarkt regelrecht harmlos. Leslie heißt er. Genau, das war's. So, deswegen gehen wir da mal runter. Gucken, ob wir das hinkriegen. Das Einzige, was ich ein bisschen verunsicherte, war, dass er sagte, dass man 1 gegen 1 immer kämpft. Also, wir haben dann nicht unsere gewohnte Dreiergruppe. So, alleine kämpfen, gegen Gast-Champion antreten. Ich denke mal, das ist es. Okay, Gassenhauer, Runde 1. Die Ninja versus die Dämonenschwingen. Eröffne mit Yuffie die erste Runde von Gassenhauer und ebne deiner Gruppe den Weg zum Sieg. Okay, jetzt müssen wir das mit Yuffie machen. Gut. Willkommen bei der besten Party eures Lebens! Auch heute haben wir wieder mutige Herausforderer! Und zwar der Typ, der sich schon den Sieg beim Chocobo-Rennen geschnappt hat! Klaus Stein! Und Adam! Ich regel das schon! Ihre Gegner! Von mir! Höchst! Persönlich handverletzte Brutalo-Bestien! Okay, Leute, seid ihr bereit, hier richtig abzugehen? Es ist Zeit für Gas! Gassenauer! Okay. Zwei Viecher? Nicht gerade fair. So, wirksam Eis. Die Leine! Das soll ich dir halten! Jetzt wird es kalt! Hab dich gewarnt! So. Getoben wie der Schau im Zorn selbst. So wild wie der aufgewühlte Ozean. Echt jetzt? So, mal ganz kurz. Regina? So, jetzt Nummer 2. Hab dich gewarnt! Nimm das, wie ist das? Niemand entkommt mir! Hier kann es niemand noch was oben drauf! Ich schlag dich zu frei! Ich zeig euch, worauf wir Ninja gemacht sind! So, das wäre geschafft. Das war doch ein Klacks. Gut, dann als nächstes das gegen das Blumenmädchen gegen die Feuerkugel. Gut. Dann gucken wir mal, ob das die Bomber sind. Ja, es sind Bomber. So. Bomben eine bestimmte Schadensmenge zu, er spuckt Feuer um den Schock und während er Feuer spuckt. Es geht los! Ab mit dir! Flieg!
So, als erstmal holen wir uns Regina. Das ist schlecht. Jetzt möchte ich gerne bitte Regina einsetzen. Oh, das gibt's doch nicht. Vitra. Nur keine Sorge. Ab mit dir. Zack. Wieso? Flieg. Entschuldige, es muss sein. Ah, jetzt. Nervst du aber. Alles dreht sich. Ich hab keine. Was? Ach Mann. Hab ich irgend. Ne, hab ich nicht. Hab ich hier irgendwas? Ach Mann. Hat sie denn nicht geblockt? Ach Gott, ich hasse es, wenn irgendwelche Viecher ständig auf einen schießen. So, jetzt. So, einmal kurz Regina. Mein Katzer. Flieg. Ah! Oh, warte. So, wo ist das? Strahl der Vergeltung. Ach, was? Alles dreht sich. Schnell, schnell, schnell. Was? Oh, die Heilung war doch durch. Ist das lästig. Scheiß Bomber, ey. Ich weiß schon, ob ich die Viecher nicht mag. Dann auch noch mit ihr. Super. Die Ewigkeiten braucht mal einen scheiß ATB-Balken aufzufüllen. Achie!
zunächst mal heilen. Tut mir echt leid. Wieso? Es tat weh. Hä, wo kommen denn diese scheiß Bälle her? Keine Kraft mehr. Weiter. Ach Gott, ey. Getroffen, ich weiß es nicht. Fange uns mit deiner heilenden Kraft. Na? Los! Ja. Du wirst nicht leiden. Komm schon. Meine Wünsche, sie geben euch Kraft. Die Kette helfen. Ich hab dich schon erwartet. Oh ja, bitte, mach irgendwas. Gut, im Notfall laufe ich auch die ganze Zeit im Kreis. Na, zumindest fast. Nochmal gut gegangen. Bitte, Shiva, bring was um. Vielen Dank für deine Hilfe. Ab mit dir. So, jetzt läuft's besser. Strahlende Vergeltung. Kurz und schmerzlos. Endlich. Es ist vollbracht. Also Bomber sind scheiße. So.
Der Kanonierer gegen die Windweisen. Oh. Ja, wir können mal das schon benutzen. So. Oh ne, Schockschuss. Nicht nachlassen. Wie schmeckt dir? Da geht noch was. Extra Magazin. Maximale Wut. So. Das war ja einfach. War das etwa schon alles? So, gut, dann als nächstes haben wir die Faustkämpferin gegen der Aufräumer. Na, okay. Gut, einmal Regener. Besser vorsichtig. Die Schwäche ist Blitz. So, das war weg. Ja, zum Angriff. Glaub nicht, du entkommst mir. Und Salto. Finale. Ah! Das erste nicht schlecht. Gut, das war auch relativ einfach. Und als letzten Kampf hätten wir dann der Alleskönner gegen der blutrünstige Harlekin. Und dafür gibt es das Zuckermäuschen als Preis. Das ist dann wohl diese Dame. Wow! Wer hätte das vom Knutstreif gedacht? Um es bis hierher zu schaffen, muss man schon ein gutes Team hinter sich haben. Aber jetzt ist Schluss mit lustig. Nun beginnt der Ernst des Überlebens. Okay, Leute. Dann lasst mal richtig was hören! Bühne frei für unsere Nummer 1 des Schmerzes, Joker! Jedem seiner unzähligen Herausforderer ist das Lachen für immer vergangen! Gelingt es Clownschweif, diesen blutrünstigen Harlekin zu besiegen? Falls ja, wartet schon ein ganz besonderes Zuckermäuschen als Preis auf ihn! Los, macht mal richtig Lärm hier! Am nächsten Fall für das große Finale! Okay, mal gucken, was das Ding so drauf hat.
Bin mal so frei. So, wirksames Wind. Weiche seinen Seelenraub mehrmals in Folge aus, um ihn dazu zu zwingen, mehr Energie aus sich herauszupressen, was ihn schockanfällig macht. Sobald er genügend TP eingebüßt hat, gerät er außer Kontrolle und wird dauerhaft schockanfällig. Wie soll man die mal ausweichen? Alles im Griff. Nicht gut. Eine Auffrischung. Sehr gut. Genau so! Stirb! Hier ist jetzt Schluss! Ja. So, einmal Bahamut. Tob dich aus. So. Ja, ungünstig. So, hab ich zufälligerweise Bang? Nein. Wind hab ich auch nicht, ne? Ne. Beeilen wir uns. Was? Na. Na, ungünstig. So, Verrecke.
hinter uns! Das war's! Hier ist jetzt Schluss! Stirb! Sehr gut! Und weiter. Muss das beenden. Jetzt erst recht. Was? Was? Jetzt nicht schlapp machen. Ich geb nicht auf. Verdammt! So wird das nichts. Keinen Komm! Das war's! Genau so! Ja, jetzt stirb endlich! Aha. Doofes Ding. Weiter geht's. Das war ein heißer Tanzcloud. Absolute Hammershow. Unter uns. Ich hätte ja nie gedacht, dass du mein kleines Ass im Ärmel platt machst. Verdammte Dreckskacke, Verfluchte! Keine Ahnung, was mich das kosten wird! Ich komm mit dem Tal! Naja, ist wurscht. Passiert halt. Schauen wir nach vorne. Auf unsere strahlende Zukunft. Wie wär's, Cloud? Lust für mich zu arbeiten? Bei Chocobo-Rennen und den Kämpfen kann man eine Menge Asche machen. Kein Interesse. Du bist knallhart, Mann! Ich versprich dir, du wirst leben wie ein König! Laut, schlagst du rein! Wo ist das Mädchen? Was denn? Du hattest es auf das Zuckermäuschen abgesehen? Was ist ja faustdick hinter den Ohren? Na gut, sie gehört dir. Hast sie dir verdient. Ich und der Alleskönner sind schließlich beste Freunde. Bedien dich ruhig. Aber denk nochmal über mein Angebot nach. Hörst du? Hey! Huh? Oh? Noch ein Zuckermäuschen. Willst wohl auch bei mir in der Firma anfangen, was? Ha! Oh. Menschen sind keine Preise, merkt ihr das? Wenn du so etwas noch einmal abziehst, mache ich Omelette aus, du weißt schon was. Verstanden? Jawohl. War sie das Mädchen, nach dem du gesucht hattest? Leider nicht. Sie war anscheinend eine Touristin aus Midgar. Sie wurde wohl im Gold Saucer übers Ohr gehauen und hierher verkauft. Ich habe sie nach oben in Sicherheit bringen lassen. Oh, verstehe. Das Wiedersehen ist nur aufgeschoben. So schnell gebe ich nicht auf. Und ihr? Was werdet ihr als nächstes tun? Wir ziehen weiter. Wir sind auf der Suche nach etwas. Ihr und ich. Wir sind wohl ständig auf der Suche. Viel Glück dabei.
Dir auch. Schade, weil er nicht seine gesuchte Frau. So, dann. Ups. Jetzt kenne ich mich auch noch mal aus. So, hier möchte ich. Genau. So, wir haben hier angeblich noch eine Quest. Billys Auftrag. Ach ja, da müssen wir dieses Chocobo-Rennen gewinnen. Da habe ich ja noch bis jetzt erst 2 Stück gemacht. Mir gut. Und was kann man hier? Ach ja, genau, das G-Bike, der 3D-Brawler, was ziemlich doof ist, dieses Minispiel. Blut der Königin, ja, müssen wir auch noch machen. Was haben wir hier noch für ein Minispiel? Rette der Galaxis, ja, war ganz okay. Muskelmanege. Ach, fand ich das komische. Ja, gut, mal gucken. Und hier den Wüstensturm. Den haben wir auch schon hinter uns. Eigentlich. Willkommen im Vorhof zur Hölle. Alles klar. So, jetzt gucke ich mal noch ganz kurz hier, ob da noch was rumhängt. Nö. So, hier wird jemand mal ganz kurz gucken, ob es da was Neues gibt, weil da sind Ausrufezeichen drin. Eine Runde Wüstensturm und der Stress ist Geschichte. Neuer Schwierigkeitsgrad. Ein ganz besonderer schwieriger Parcours wurde für die allerhärtesten Schlägertypen eröffnet. Wüstensturm mit einem Kribbelgefühl der Extraklasse. Weiche den Stromquellen aus und zerstöre so viele Kisten, wie es dir zum Ablauf der Zeit möglich ist. Erreiche die Mindestpunktzahl, um das Spiel erfolgreich abzuschließen. Kisten mit einem Zahnradsymbol lässt dich erst zerstören, nachdem du die Kisten mit dem Blitzsymbol kaputt gemacht hast. Manchmal musst du mehrere Kisten mit einem Blitzsymbol beseitigen. Überlege gut, in welcher Reihenfolge du dir den Weg bahnst. Gut, Saphir, dunkle Materie, Schlüsselring des Zerstörens. Naja, es ist zumindest keine Waffe. Deswegen. Nee. Was denn? Keine Lust auf eine Herausforderung? Nee, nicht wirklich. Also ich muss sagen, Minispiele schon und gut, aber es sind mir definitiv zu viele. Dementsprechend mache ich auch nicht alle. Zumindest werde ich auch nicht versuchen, alle Minispiele erfolgreich auf den bestmöglichen Punkt abzuschließen. Das ist viel zu nervenaufreibend. So. Na gut. Gar nicht genug peppige Accessoires geben für Chocobos. So. Zack. Aber erstmal gespeichert. Und in der nächsten Folge gucken wir dann, ja, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in den Goldsaucer da oben. Dann, ja, bedanke ich mich mal wieder fürs Zusehen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Antworte mir folgende Frage. Wo finde ich Sephiroth? Du meinst den Soldaten? Sollte ich diesen Ungeheuern etwa gleichen? Bin ich am Ende kein Mensch? Läuten wir eine neue Ära ein. Feuer! Eine Arma? Kann man nicht einmal in Ruhe Albträume haben? Wer seid ihr? Sie ist nah. Die Verschmelzung der Welten. Die Reunion. Beeil dich, Cloud.